Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gucken wir uns an meine 12 Abnehmtipps, die du noch nicht kanntest, von Doc Felix. Mal gucken, ob die Tipps was taugen und ob ich die noch nicht kannte. Let's go. Ihr habt euch gewünscht, dass ich im Januar ganz viel zum Thema gesunde Ernährung, gesundes Abnehmen mache. Und deswegen kommen jetzt 12 Tipps, die ihr noch nicht kanntet, wie ihr einen super tollen Körper, gesunden, super gut aussehenden Body 2023 macht. Und weil es ein Neujahrsvorsatz ist, dachte ich, es gibt doch nichts Besseres, als den aus New York zu machen und nicht aus Alt-York. Okay, schnell raus. Außerdem dachte ich, ich als Dr. Mike auf Swish bestellt, kann ihn ja noch mehr plagieren, wenn ich halt. Swish bestellt, nicht Wish bestellt. Hier Wish. Auf Swish, Wish, Swish, Wish, Wish. Ich als Dr. Mike auf Wish bestellt, dachte ich, plagiere ich ihn noch besser, wenn ich in New York bin. Deswegen geht's los mit Tipp Nummer 1. Länger und tiefer schlafen. Denn wenn du zu kurz schläfst, dann kann es sein, dass Übergewicht oder mehr Appetit entstehen kann. Das liegt an unseren Hormonen. Wir haben einmal Ghrelin, das macht uns eher hungrig, und Leptin, das macht uns eher satt. Wenn wir zu kurz schlafen, dann gerät das halt außer Rand und Band und wir wachen auf und haben ultra viel Hunger. Wogegen gibt es Studien, die zeigen, dass wenn wir nicht nur normal schlafen, sondern ein bisschen länger, tatsächlich durch Schlafen, ganz allein durchschlafen, ein bisschen Fett verbrennen im Vergleich zu der Gruppe, die ja kürzer. Also diesen Fettverbrennungsaspekt würde ich mal außer Acht lassen. Aber er hat recht, dass lange Schlafen Ghrelin, also das Hungerhormon, eher hemmt und eher die Produktion von Leptin fördert. Allerdings ist es jetzt nicht so unbekannt. Ich denke, das weiß man schon. Und man hört immer, dass man viel schlafen soll oder dass man generell gut schlafen soll, weil es ja auch allgemein für die Gesundheit was Gutes ist. Aber da hat er recht, der erste Tipp, würde ich sagen, passt so. Außerdem, wenn du länger und besser schläfst. Aber kennt ihr das auch? Also wenn ich irgendwie um 9 Uhr aufwache, dann habe ich um 12 Uhr Hunger, also ungefähr 3 Stunden danach. Wenn ich aber um 7 Uhr aufwache, dann habe ich um 10 Uhr Hunger, also auch 3 Stunden danach. Also egal, wann ich aufwache, ich habe nach so ein paar Stunden Hunger. Unabhängig von der Tageszeit, sondern eher abhängig von der Aufwachzeit. Und ich habe auch bei mir gemerkt, egal ob ich jetzt am Abend sehr viel gesättigt bin oder eher wenig gesättigt bin, am nächsten Morgen habe ich immer beim Aufstehen gleich viel Hunger. Also keinen Hunger bei mir in dem Fall, aber da ist das Hungerlevel immer gleich, egal ob ich am Abend vorher viel oder wenig gegessen habe. Dann hast du natürlich auch mehr Energie und mehr Motivation fürs Training. Und deswegen kommen wir zu Tipp Nummer 2. No fancy shit. 1000. No fancy shit. Die Werbeindustrie will uns glauben machen, dass wir jedes Jahr irgendeine neue Sportart brauchen, weil die ganz anders auf unsere Muskulatur reagiert. Das war mal Hula Hoop. Oder erinnert euch doch von früher diese Stöcke, mit denen die Leute so laut gewandert haben. Oder Stand-up-Paddeln oder Pole-Dancing. Und immer wird gesagt, boah, das brauchst du. Genauso wie Beim Pole-Dancing könnte ich mir den aber auch mal vorstellen. diese Terra-Bänder oder die Black Rolls. Weil deine Muskulatur braucht immer dieses neue. Das stimmt nicht. Für den Muskelaufbau stimmt es zum Großteil nicht und für den Fettabbau stimmt es auf jeden Fall nicht. Es kann aber sein, dass einem irgendwann langweilig wird, wenn man jahrelang die gleichen Übungen macht. Deswegen hat man vielleicht dann etwas mehr Spaß, wenn man neuere Sachen probiert. Macht dann unterbewusst einfach länger Sport, weil es einem Spaß macht und verbrennt dann mehr Kalorien. Aber in der Theorie hat er recht. Der Muskel braucht generell Wachstumsreize, also neue Wachstumsreize. Aber das muss jetzt nicht von einer anderen Sportart kommen oder das muss noch nicht mal von einer anderen Übung kommen. Man kann auch einfach mal die Wiederholungszahl variieren, die Wiederholungsgeschwindigkeit variieren bei den Übungen. Im Prinzip hat er recht. Es sind no fancy shit, es sind die Basics, die wichtig sind, wenn ihr einen coolen Körper aufbauen wollt. Und ganz wichtig ist, wenn ihr das Aussehen verändern wollt, ist Krafttraining. Hat viele gesundheitliche Aspekte, aber heute will ich primär auf das fiese, oberflächliche Aussehen hinaus. Wenn ihr dickere Arme haben wollt oder irgendwie einen dickeren Hintern oder was auch immer, mir total egal, dann müsst ihr Krafttraining machen. Ihr werdet das nicht erreichen, wenn ihr Hula Hoop macht oder wenn ihr Handball spielt oder so. Wenn ihr das gerne macht, weil Ja, dazu wollte ich auch einen Punkt sagen. Und zwar,
Alle diese Instagram-Fitness-Models oder Fitness-Influencer, die dann auf YouTube irgendwelche Körpergewichtsübungen machen oder 10 Minuten Hula-Hoop für einen straffen Körper, die lügen. Weil, wie gesagt, Muskelaufbau braucht einen adäquaten Muskelwachstumsreiz. Und den kann man nur setzen, wenn man viel genug Gewicht nimmt und den Muskel viel genug kontrahiert, damit eben der Wachstumsreiz gesetzt wird. Da kann man noch so viel Körperübungen machen. Irgendwann wird man an einen Punkt kommen, an dem man einfach nicht mehr weiter Muskeln aufbauen kann und an dem man eben zusätzliche Gewichte braucht. Und alle diese Fitnessmodels, Fitnessinfluencer, die einen guten Körper haben und die einen straffen Körper haben, straff ist im Prinzip nur wenig Körperfett, etwas mehr Muskulatur, das heißt Körperstraffen. Alle, die den guten Körper haben und die Homeworkouts machen, haben den guten Körper nicht von den Homeworkouts. Da verarschen die einfach die Leute, die meisten. Spaß macht und so weiter und weil ihr gerne einfach diese Sportart macht, ey, dann bitte, denn die beste Sportart ist die, die euch am meisten Spaß macht, weil die werdet ihr auch am längsten durchziehen können. Wenn ihr allerdings euer Aussehen verändern wollt, dann kommt ihr um das Krafttraining einfach nicht rum. Hat er recht, sehr gute Ansätze bis jetzt, gefällt mir gut das Video. Es gibt ganz, ganz seltene Ausnahmen, die, soll ich jetzt mal genetisch bevorteilt sind, die auch, warum auch immer, Muskulatur auf, und ich hasse diese Leute. Ich hasse diese Leute, die diesen Vorteil haben, ja. Es gibt eine interessante Studie zu den Leuten, die die Stoffen, also die was nehmen. Die bauen nämlich mehr Muskulatur auf als die Leute, die zum Training gehen. Also die, die was nehmen, bauen ohne Training mehr Muskulatur auf als die, die nichts nehmen, mit Training. So krass ist der Effekt. Die Muskulatur aufbauen auch ohne Hanteln in die Hand zu nehmen. Aber wenn du ein bisschen normal bist wie ich, dann brauchst du tatsächlich Krafttraining, um Muskulatur aufzubauen. Insbesondere ist das wichtig zum Abnehmen, noch wichtiger eigentlich, wenn du Fett verbrennen willst und auch für Frauen. Wenn dich das interessiert, gerne in die Kommentare, dann mache ich dazu nochmal ein Video. Und es geht natürlich nicht nur um Krafttraining, sondern auch um Proteine. Du weißt wahrscheinlich schon, warum Proteine wichtig sind, aber eine Sache wusstest du noch nicht über Proteine, nämlich den Thermic Effect of Food. Und zwar denkst du vielleicht, dass wir Kalorien, also Proteine, Kohlenhydrate und Fette einfach so verbrennen, wie in so einem Brennofen und das ist dann weg. Das stimmt aber nicht. Unser Körper wandelt diese ganzen Sachen, die wir essen, ineinander um und dabei wird Energie bzw. Wärme, Thermic Effect of Food, frei. Und jetzt ist es so, dass bei diesen Umwandlungsprozessen der Körper ja Energie braucht. Und wenn wir Fett essen, dann braucht er so gut wie keine Energie. Also im Prinzip können wir uns das Fett fast antackern. Bei Kohlenhydraten ein bisschen und bei Proteinen teilweise bis zu 30% der Kalorienmenge. Deswegen macht es auch aus diesem Grund Sinn, mehr Proteine zu dir zu nehmen. Also zu dem Punkt, da hat er recht. Allerdings wird das ein bisschen überbewertet, finde ich. Protein ist zum Großteil gut, oder der Großteil der Proteinvorteile ist einfach die Sättigung, weil die Sättigung erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass man weniger Kalorien isst. Es ist kein Garant dafür, aber wenn du satt bist, isst du tendenziell weniger Kalorien und deswegen ist Protein so gut zum Abnehmen. Dieser Punkt, den er angesprochen hat, den Thermic Effect of Food, der hört sich zwar super an, 30% der Kalorien sind weg, aber mal angenommen, man isst im Durchschnitt 100 Gramm Protein am Tag. 100 Gramm Protein, also achtet viel auf seinen Proteinkonsum und man erreicht dann 100 Gramm Protein pro Tag. 100 Gramm Protein haben 400 Kalorien. 30% von 400 Kalorien sind 120 Kalorien, die man sich gespart hat. Ist jetzt nicht so die Welt. Man kann auch einfach zum Beispiel auf dem Abendbrot Schinken anstatt Salami nehmen und hat sich die gleiche Menge an Kalorien gespart, ohne jetzt extrem auf Protein zu achten. Also ja, es ist ein weiterer Faktor, aber meiner Meinung nach nicht der wesentlichste, warum Protein jetzt so gut zum Abnehmen ist. Wenn du abnehmen möchtest oder dich einfach ein bisschen satter fühlen möchtest. Das heißt aber nicht, dass das Kaloriendefizit nicht gilt. Aber das bringt uns zu Tipp Nummer 4, Fullness-Faktor, denn ich habe hier einen Donut, der hat 270 Kalorien und ich würde sagen, ich kann problemlos 15 davon essen und werde nicht satt. Wenn ich aber 270 Kalorien an gekochten Kartoffeln zum Beispiel esse, dann bin ich ja viel mehr gesättigt als von einem Donut. Und genau danach haben Wissenschaftler geforscht und fanden heraus, dass unterschiedliche Lebensmittel unterschiedliche
Fullness-Faktoren hatten, also anders dich satt machen. Hier hast du mal eine kleine Liste, was dich am meisten satt macht. Und wenn du die komplette Liste haben möchtest, dann guck mal hier drunter. Hier habe ich mein Newsletter verlinkt. Und wenn du willst, dann schreib das unter das Video, dass wir im Newsletter auch den Fullness-Faktor mit allen Lebensmitteln erwähnen sollen, die dich möglichst satt machen. Zu dem Punkt hat er recht. Allerdings ist es jetzt nicht so unbekannt. Also den kannte wahrscheinlich jeder. Es ist halt immer ein Kompromiss. Entweder man hat Lebensmittel, die einen sehr gut sättigen, wie zum Beispiel gekochte Kartoffeln, hat er erwähnt, Beerenfrüchte, grünes Gemüse, also alles, was man ohne Fett zubereitet, weil sonst hat es wieder viele Kalorien. Aber solche ballaststoffhaltige und volumenreiche Lebensmittel, die sättigen sehr gut, aber die schmecken in den allermeisten Fällen nicht gut. Und die Lebensmittel, die gut schmecken, sind in den allermeisten Fällen, außer persönlich mag man super gerne Kartoffeln, die gut schmeckenden Lebensmittel sind fast ohne Ausnahme wenig sättigend. Und das ist einfach immer ein Kompromiss, den man eingehen will. Idealerweise findet man einen Mix von beidem, dass man eine Komponente im Essen hat, die gut schmeckt, und eine Komponente im Essen hat, die satt macht. Und dann hat man so ein bisschen einen Kompromiss gefunden von beidem. Das funktioniert eigentlich ziemlich gut zum Abnehmen. Kommen wir zum nächsten Tipp. Nudging. Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, warum du auf Fliegen pinkelst. Alle Frauen so, keine Ahnung, und alle Männer, ja klar, stimmt. Auf dem Boden eines Pissoirs ist eine Fliege drauf. Und es liegt daran, dass, als die noch nicht drauf war, haben die Männer, glaube ich, irgendwie mit ihren Dödeln Propeller gespielt und halt alles vollgespritzt. Aber nur die Anwesenheit dieser Fliege reicht aus, dass Männer, warum auch immer, darauf zielen und einfach weniger spritzen. Und nichts anderes hat geholfen, um diese Spritzerei und den Lautschrei da irgendwie zu verhindern, außer dieses Nudgen. Nudgen heißt übersetzt sowas wie anstupsen. Und die Frage ist, wie könntest du diesen Mechanismus benutzen, dass du eine ganz leichte Veränderung dazu nutzt, dass du mehr Sport treibst oder mehr Gemüse isst oder mehr gesundheitsfördernde Verhaltensmaßnahmen machst. Beispiel bei mir. Wenn ich mal müde bin, abends, ey, mich kriegt da nichts runter und ich würde niemals irgendwie ins Gym gehen. Bei mir muss ich das irgendwie verbinden. Zum Beispiel das Gym ist auf dem Weg nach Hause. Ja, ich stolper fast schon darüber. Ich habe mir damals immer meine Sportschuhe und meine ganzen Sportsachen in meinen Rucksack gepackt und schon am Morgen mitgenommen. Das ist jetzt bis jetzt der beste Tipp. Dieses Nudgen beschreibt im Prinzip, dass man sich seinen Alltag so umbaut, dass es angenehm ist, beziehungsweise dass die Hürde für unangenehme Sachen viel niedriger ist, wie zum Beispiel Sport gehen oder Essen nach seinem Ernährungsplan essen zum Beispiel. Bereite dir das Essen vor, sodass es angenehm ist, dass es wenig Aufwand ist, dieses gesunde, diätgerechte Essen zu essen. Bereite dir, wenn du die mentale Kraft und Power dazu hast am Abend oder so, bereite dir zu diesem Zeitpunkt schon deine Sporttasche für den nächsten Tag vor, dass wenn du dann am nächsten Tag in dieser Phase bist, wo du wenig Motivation hast, dass du dann nicht über eine so hohe Hürde springen musst und nicht so viel Aufwand hast, zum Sport zu gehen und die richtigen Sachen in Anführungszeichen zu machen. Das ist ein sehr guter Tipp, bis jetzt der beste, finde ich, weil es noch nicht viele Leute machen und weil, wenn man diese Kleinigkeiten dann in seinen Alltag einbaut, als Routine, wenn die Standard sind, dass man dann sein Leben und die Diät und den Muskelaufbau mit vergleichsweise kleinen Aktionen stark beeinflussen kann, finde ich sehr gut. Ja, und dann bin ich am Gym vorbeigelaufen. Ja, das war doch dann nur logisch, dass ich dann da auch nochmal trainiere. Genauso wie ist das mit der Ernährung. Das machen auch bestimmte Firmen, die sehr gut auf ihre Mitarbeiter achten, dass sie zum Beispiel das Salatbuffet am Anfang positionieren und danach erst die geilen, ungesunden Sachen. Das hat zum Beispiel Google auch gemacht. Die Google-Mitarbeiter bekommen ja Essen umsonst in der Kantine, so viel sie möchten, und eben auch Süßigkeiten umsonst. Und Google hatte irgendwann das Problem, dass die Mitarbeiter immer weiter an Gewicht zugenommen haben und das irgendwann nicht gut für die Gesundheit ist. Und deswegen haben sie genau diese Sachen gemacht, diese kleinen psychologischen Tricks. Sie haben diese Süßigkeitenstationen einfach ein bisschen weiter weggestellt, sodass es mehr Aufwand war, für die Leute Süßigkeiten zu holen. Und das hat schon gereicht, dass sie im Durchschnitt weniger Süßigkeiten gegessen haben. Oder das Buffet-Beispiel, dass sie die gesunden, die kalorienundichten Lebensmittel, Salat, Gemüse und so weiter,
proteinreichen, fettarmen Lebensmittel an den Anfang des Buffets gesetzt haben, dass sie sich erst da den Teller vollgehauen haben und dann keinen Platz mehr hatten für die kalorienreichen Sachen. Also super guter Tipp. Und es hat sich halt gezeigt, dass die Mitarbeiter dann einfach ganz unbewusst viel mehr Salat gegessen haben und gesunde Sachen, weil die ja eh dran vorbeigegangen sind. Deswegen der Hinweis, nutz das Nudging für dich und überleg dir, wie du es anstellen kannst, dass du einfach ganz natürlich angestupst bist und vielleicht schon Obst und Gemüse irgendwo rumliegen hast, was schon geschnitten ist, was du nur noch essen musst, weil es wäre irgendwie komisch, das dann nicht zu essen, wenn es schon fertig ist, oder? Tipp Nummer 6. Nutze den Effekt von Koffein. Denn wenn du nach einem langen Tag müde bist, dann kann es sein, dass du überhaupt keine Lust mehr hast auf Sport, und Koffein kann dir dann tatsächlich helfen, weil es nachweislich dich wacher macht, eventuell deine Konzentrationsfähigkeit steigert und auch dafür sorgt, dass du beim Sport bessere Leistungen bringen kannst. Ja, wobei man dafür viele Kaffees trinken müsste. Ich denke, diese Wirkung, diese minimal wirkungsvolle Dosis für die Kraftsteigerung ist etwas höher, als in einem Kaffee drin ist, aber grundsätzlich hat er recht. Koffein hat generell einen hungerdämpfenden Effekt und diese spontanen Bewegungen. Also man wird vielleicht ein bisschen hibbeliger, man gestikuliert mehr, man atmet vielleicht ein bisschen schneller, und diese Kleinigkeiten können schon dabei helfen, ein paar mehr Kalorien zu verbrennen. Aber hauptsächlich, wenn man zum Beispiel Koffein in Form von Kaffee trinkt, hat Kaffee Bitterstoffe, reduziert das Hungergefühl. Durch das Koffein wird der Hunger ein bisschen gedämpft. Also dass die Bitterstoffe reduzieren den Heißhunger auf Süßigkeiten tendenziell. Und man hat was im Magen, Flüssigkeit. Kaffee hat keine Kalorien, also schwarzer Kaffee. Dementsprechend schwarzer Kaffee super gut zum Abnehmen geeignet. Aber damit man diese leistungssteigernden Wirkungen hat von Koffein, müsste man vielleicht etwas mehr nehmen. Also mach's nicht so wie alle anderen und trink nicht, genießen kannst. Ich komme jetzt zu Tipp Nummer 7. Sorg dafür, dass du ganz natürlich Bewegung in deinen Alltag integrierst. Ich hasse es, mich zu bewegen. Beziehungsweise es hat Ewigkeiten gebraucht, bis ich es ein bisschen mochte. Denn am liebsten liege ich zu Hause nur auf der Couch und gucke Netflix, und ne, ich bin ein ganz, ganz fauler Hund. Und wenn du auch so ein bisschen faul bist und dir Bewegung ein bisschen schwerfällt, musst du die irgendwie in deinen Alltag integrieren, ohne dass du es wirklich mitkriegst. Zum Beispiel triffst du dich jetzt mit deiner Freundin oder deinem Freund jetzt nicht irgendwie auf einen Kaffee oder gehst ins Kino, sondern ihr geht einfach spazieren, zum Beispiel durch den Central Park oder so. Oder am Wald oder wo auch immer lang. Oder wenn du einen Business Call hast oder ein Meeting oder so, vielleicht ist es ja möglich, einfach nur per Audio teilzunehmen, und du gehst einfach durch die Gegend. Teilweise gehe ich so mehrere Stunden, ohne es zu merken, und es tut noch nicht mal weh, wie wenn ich sonst nach der Arbeit oder was auch immer sonst einfach lange spazieren gehe und mich langweile. Also versuche, möglichst viel Bewegung natürlich in deinen Alltag mit einem System zu integrieren, damit dir Bewegung gar nicht schwerfällt. Da hat er recht. Für viele ist das allerdings etwas unrealistisch, finde ich. Also man kann nicht im Büro die ganze Zeit rumlaufen, man kann sich nicht ein Laufband unter den höhenverstellbaren Tisch stellen oder so. Ist für viele einfach unrealistisch. Noch ein guter Tipp, den ich geben kann, ist abends in der Wohnung einfach ein bisschen durch die Wohnung spazieren, Podcast hören, Fernsehen gucken dabei, ganz egal. Wenn ihr den Platz zu Hause habt, könnt ihr einfach ein paar Runden gehen, eine halbe Stunde, Stunde lang, und das ist deutlich realistischer. Tipp Nummer 8. Belohne dein sportliches Verhalten oder belohne dein gesundes Verhalten. Ich dachte, sie schneiden jetzt nur das eine Mal rein, wo er getroffen hat. Das ist realistisch. Ich komm gleich, komm gleich. Krass, einfach beim ersten Mal. Das ist sympathisch. Operante Konditionierung. Wir Menschen, wir sind dem Hund ein wenig ähnlicher, als wir denken, und wir lernen genauso wie Hunde. Und operante Konditionierung sagt jetzt Folgendes: Belohntes Verhalten kommt häufiger vor. Das bedeutet, belohne doch dein sportliches Verhalten. Denn wenn du keine Lust auf Sport hast oder das hast aus der Kindheit wie ich, ewige Zeiten, dann musst du dich einfach direkt danach belohnen mit irgendetwas Positivem. Denn operante Konditionierung, genauso wie beim Hund, du sagst, mach Sitz, er macht Sitz. Du gibst ihm ein Leckerchen, es wird belohnt, dann wird es einfach häufiger vorkommen, dass der Hund Sitz macht, wenn du ihm ein Leckerchen gibst. Und wenn du dich selber nach dem Sport belohnst, wird auch das sportliche Verhalten einfach in deinem Hirn, lernst du das, häufiger vorkommen. Aber du solltest auf keinen Fall
ungesundes Essen als Belohnung sehen. Denn das ist ein klassischer Ernährungsfehler, den wir ganz, ganz häufig machen. Und das führt mich zum nächsten Tipp. Überprüft. Also ich finde, der Tipp ist, ohne gute Alternativen zu nennen, eher schwach. Also grundsätzlich hat er recht, man sollte sich belohnen, wenn man Sachen gerne öfter machen will oder unterbewusst öfter machen will. Aber wenn er jetzt keine positiven Beispiele gibt, dann wissen die Leute wieder nicht, was sie machen sollen, um sich positiv zu belohnen, außer mit Essen. Und das ist leider auch eine sehr individuelle Sache, was dir gefällt, was nicht Essen ist. Zum Beispiel eine Folge von der Lieblingsserie dir für nach dem Sport aufheben, eine Folge vom Lieblingspodcast für nach dem Sport aufheben oder so, irgend sowas. Irgendwelche Ausflüge vielleicht, aber das ist auch nichts Alltägliches. Also ich finde es auch ziemlich schwierig, einem da konkrete Beispiele zu geben, was jetzt nicht Essen ist, außer die ein, zwei, die ich genannt habe. Aber ich fand den Tipp eher schwach. Er hätte sich vielleicht ein paar Sachen überlegen können, die man noch umsetzen kann. Aber wie gesagt, mir fällt es auch etwas schwer. Für dich auf deine Ernährungsfehler. Der Grund. Oh, das ist ein großer. Es gibt super viele Studien, die zeigen, dass wir Menschen gut darin sind, zu unterschätzen, was wir essen, und gut darin sind, zu überschätzen, was wir verbrennen. In ganz, ganz vielen Studien hat man einfach gezeigt, dass wenn man sich nicht jahrelang damit beschäftigt, wenn man nicht ganz lange trainiert, Kalorien zu schätzen, dass man das überhaupt nicht gut kann. Warum wir uns so ernähren. Oder dann denkt man eben, man ist im Kaloriendefizit und man isst ja schon gesund und so, achtet aber überhaupt nicht drauf, wie viele Kalorien man eigentlich isst. Und das ist ja im Endeffekt entscheidend. Also nicht, ob ich jetzt 3 Avocados und 5 Handvoll Nüsse gegessen habe, die dann super gesund sind, sondern am Ende entscheidet wirklich einfach nur die Kalorienbilanz. Und wenn man das nicht einschätzen kann, wenn man einfach nur darauf achtet, gesund zu essen, kann das auch ganz schnell mal nach hinten losgehen und dann ist man gefrustet und weiß nicht, was man falsch gemacht hat. Man hat doch gesund gegessen, man hat ja verzichtet auf die ungesunden Sachen und dann ist das ganze Thema auch erstmal gegessen mit dem Abnehmen. Deswegen ist es auch ein guter Tipp. Ernähren, wie wir es tun, ist sehr, sehr vielfältig. Ich meine, es gibt Leute, die essen zum Beispiel ihren Teller immer auf. Weil damals als Kind musstest du den immer aufessen, obwohl du schon satt warst. Und wenn du das gemacht hast, dann gab es noch ein Dessert. Ja, und dann wundert. Ja, das ist auch eine große Sache. Wenn man den Kindern sagt, du bleibst so lange am Tisch sitzen, bis du das aufgegessen hast. Grüße gehen raus an Mama. Oder wenn man sagt, iss das doch auf, dann gibt es morgen schönes Wetter oder so. Obwohl man gar keinen Hunger mehr hat, das ist eigentlich eine ziemlich schädliche Angewohnheit, zumindest was das Körpergewicht anbetrifft. Und wenn du dann noch das aufgegessen hast, obwohl du schon voll bist, dann gibt es auch noch ein Dessert. Das ist ja eigentlich das Schlechteste, was man machen kann, das Schlechteste, was man so einem Kind eigentlich mitgeben kann, dass man nicht nach Geschmack und Völlegefühl Sättigung essen soll, sondern einfach bis die Portion aufgegessen ist. Wenn man so viel in sich reinschlingt und das regelmäßig macht, dann dehnt sich der Magen ein bisschen mehr aus und man braucht noch länger, bis man satt ist. Und es ist einfach allgemein keine gute Gewohnheit. Wundern wir uns, warum wir übergewichtiger werden oder warum sich Essstörungen bilden oder so, wenn wir unseren natürlichen Hungerprozess nicht mehr haben. Ein riesen Ernährungsfehler. Oder ganz viele Menschen essen auch aus emotionalen Gründen. Aus Frust zum Beispiel oder als Belohnung. Und es gibt so viele Ernährungsfehler und wenn dich das interessiert, habe ich eine PDF gemacht, die kannst du einfach gratis runterladen. Hier unten drunter ist der Link zu den 3 größten Ernährungsfehler, die du nicht mehr machen solltest. Von den Fehlern weg zu was Schönem Grünen. Ich finde hier auch wieder, dass man das auf jeden Fall schon kannte und dass man zumindest ein, zwei Sachen jetzt braucht, die einem dabei helfen. Er sagt, viele essen aus Frust und um schlechte Gefühle oder um Stress loszuwerden oder zu dämpfen. Das stimmt, das weiß man auch, aber man weiß nicht, wie man es ändern kann. Und ich finde, da hätte er noch ein paar mehr Tipps geben können. Also es ist hier wie bei der Belohnung nach dem Sport auch eine sehr individuelle Sache, was dir Freude bereitet, was Stress reduziert bei dir. Die einen mögen Musik hören, die anderen mögen meditieren, die anderen mögen Mandalas malen oder lesen oder Videospiele spielen. Das muss man leider für sich selbst rausfinden, was einen so ein bisschen ablenkt, was einen runterbringt, wo man so ein bisschen die Gedanken verlieren kann drin. Wenn man aber das gefunden hat, dann ist man schon einen großen Schritt weiter. Einfach nicht aus Langeweile, aus Routine oder aus Stress zu essen, sondern die Kontrolle über sein Essverhalten zu bekommen. Denn Tipp Nummer 10 ist Grüntee. Wird im Moment total fleißig erforscht.
ganz viele positive Benefits sind bekannt bei bestimmten Krankheiten und auch, dass es präventiv wirken kann. Aber heute schauen wir uns mal die Wirkung auf die Fettverbrennung an. Es scheint so zu sein, dass in manchen Studien, andere sagen, dass es nicht so ist, aber manche Studien weisen tatsächlich darauf hin, dass es einen fettverbrennenden Effekt haben kann. Warum? Wissen die Forscher nicht. Es wird davon ausgegangen, dass hier sogenannte Katechine drin sind. Und die spielen eine Rolle bei dem Noradrenalinstoffwechsel. Und so scheinen wir wohl mehr Fett zu verbrennen. Es scheint eventuell auch die sogenannte Beta-Oxidation, also die wahrhafte Fettverbrennung, einen Einfluss zu haben. Außerdem hat Grüntee noch einen appetitzügelnden Effekt. Also es kann sein, wenn du Heißhunger hast und Grüntee trinkst, dass du dann weniger Heißhunger hast. Alles noch nicht zu 100% evidence-based, aber auf jeden Fall so interessant, dass es sinnvoll für dich sein kann, das einfach mal auszuprobieren und an dir vielleicht so eine kleine Studie mit Grüntee durchzuführen. Apropos kleine Studie an dir durchführen. Ja, den Tipp finde ich schwierig. Also ich finde, den hätte er auch weglassen können, weil er eben schon sagt, dass einige Studien einen positiven Effekt rausgefunden haben, andere Studien wieder nicht. Und ich denke, wenn Studien einen positiven Effekt rausgefunden haben, dann ist er auch wirklich nicht groß. Ich würde sagen, diesen heißhungerdämpfenden Effekt, eben durch die Bitterstoffe wie im Kaffee, der ist mehr bewiesen. Und ich würde auch sagen, der hilft mehr als dieser Katechine-Fettverbrennungseffekt. Das gibt es auch schon nicht seit gestern, die Studien, sondern die gibt es auch schon seit ein paar Jahren. Aber ich würde sagen, der Effekt ist so klein, dass er nicht die 100-Kalorien-Marke übersteigt, bei weitem glaube ich nicht. Und wenn man sich jetzt nur auf Grüntee verlässt, und der ist ja so super und der hilft mir beim Fettverbrennen, und dann an anderer Stelle wieder denkt, ja, jetzt kann ich mal ein bisschen lockerer angehen, das mit der Ernährung, jetzt kann ich die Kalorien mal ein bisschen hochschrauben, dann ist es wieder so, dass man netto positiv ist mit den Kalorien, als hätte man einfach das nicht mit dem Grüntee gewusst. Und hätte jetzt nicht gedacht, oh, der verbrennt aber voll viel Kalorien, und sich dann an anderer Stelle die Kalorien wieder reingehauen, obwohl er, weiß nicht, 20, 30 Kalorien verbrennt oder so wegen diesen Katechinen. Also fand ich nicht so guter Tipp. Kommen wir zum nächsten Tipp. Tipp Nummer 11. Forsche an deinem Körper. Im Moment ist dieser Begriff Science und so weiter so groß, aber der wird von den meisten Leuten falsch verstanden. Nämlich einfach so, dass man Studien lesen muss, wo andere Menschen an anderen Sachen geforscht haben. Ich möchte dich einfach mal dazu auffordern, mit dir selbst zu experimentieren. Wie reagierst du auf Koffein? Wie reagierst du auf sowas wie Intermittent Fasting? Wie reagierst du auf bestimmte Ernährungsweisen, wenn du früher aufstehst, später aufstehst? Unser Körper ist einfach ein Wunder, und es wäre so schade, wenn wir von Science sprechen und immer nur irgendwie uns das angucken, was andere aufschreiben, sondern möchte ich dich einfach dazu motivieren, selber der Studienleiter zu sein und vielleicht auch so ein bisschen das Versuchskaninchen, damit du deinen Körper richtig kennenlernst und weißt, wie er funktioniert. Sehr guter Tipp, das machen viele nicht, und ich glaube, da ist richtig viel Potenzial drin. Jede Diät funktioniert, aber nicht jede Diät funktioniert für jeden. Was ich damit sagen will, ist, dass der Körper und die Hungerhormone und die Reaktion auf bestimmte Stoffe, die Reaktion auf bestimmte Maßnahmen wie Intervallfasten oder die Reaktion auf Koffein, hat für jeden einen anderen Effekt. Als Beispiel bei mir, wenn ich Kaugummi kaue, kriege ich super viel Hunger. Bei anderen, wenn sie den Geschmack von Menthol haben und Kaugummi kauen, ist der Heißhunger sofort weg. Deswegen probier ganz viele Sachen an dir aus. Jetzt nicht vielleicht nur ein, zwei Tage und gib dann auf, sondern mach das ein bisschen länger, zieh es ein bisschen länger durch. Aber je mehr du probierst und auch je länger du dran bleibst, desto leichter fällt es dir in schwierigen Situationen, wenn du beim Essen eingeladen bist oder so und dann Heißhunger hast. Je länger du dran bleibst und je länger du verschiedene Sachen in diesen Situationen ausprobiert hast, die dir helfen können, desto besser weißt du, wie du mit dir umgehen sollst, desto besser weißt du, wann du streng zu dir sein sollst oder wann du nicht streng zu dir sein sollst. Und probiert generell mehr aus, weil man kann einfach keine allgemeingültigen Tipps geben, wie zum Beispiel Koffein hilft bei jedem. Das kann auch sein, dass es nicht bei jedem hilft. Oder Intervallfasten ist gut zum Abnehmen. Kann auch sein, dass du überhaupt nicht damit zurechtkommst. Low Carb ist gut zum Abnehmen. Kann auch sein, dass du nicht auf Brot und Kartoffeln verzichten kannst, und dann bringt Low Carb auch nichts. Also schaut einfach, dass ihr viele verschiedene Sachen ausprobiert. Niemals zu stur seid, um neue Sachen zu lernen, um neue Sachen auszuprobieren, und euch nicht festfahrt und dann frustriert seid, sondern wenn was nicht klappt, einfach neue Strategien finden,
neue Reize finden, neue Stoffe finden. Und dann wird es immer Schritt für Schritt ein bisschen besser. Das dauert allerdings eine Zeit, das geht nicht von heute auf morgen. Aber dafür habt ihr am Ende dieser Reise dann die Gewissheit, wenn ich das und das Gewicht haben möchte, erreichen möchte, dann muss ich das und das tun, dann muss ich mich so und so verhalten und ich weiß, ich kriege das hin. Und das ist eigentlich eine richtig, richtig gute Sache. Das gibt einem so viel Freiheit und nimmt so viel Sorgen von dem ganzen Körpergewichtsthema weg, dass es sich auf jeden Fall lohnt, da dran zu bleiben. Nummer 12. Suche Waffen gegen Heißhunger. Du kennst auch das Gefühl, dass du denkst, du... Der 12. Tipp ist im Prinzip der 11. Tipp, nur Bezug auf Heißhunger. Da bin ich auch auf seiner Seite. Man sollte einfach an sich ausprobieren, wie man am besten mit Heißhunger umgeht. Ob man zum Beispiel gut darauf reagiert, wenn man sich ablenkt. Vielleicht findet man was, wo man sich super leicht mit ablenken kann. Und nach ein paar Minuten geht der Heißhunger vielleicht von alleine wieder weg. Aber ja, ich schau mal, was er sagt. Du kannst dich nicht mehr kontrollieren, auch wenn du dich besser ernähren willst oder gesünder oder ein bisschen Fett verbrennen oder so. Es gibt einfach diesen Drang in uns, alles uns reinzuschieben, was geht. Kenne ich sehr gut. Und es gibt ein paar Sachen, die dagegen helfen. Zum Beispiel wieder Grüntee. Vermutlich liegt es daran, dass in Grüntee so ein paar Bitterstoffe sind, die den Appetit zügeln. Aber auch Menthol hilft. Und weißt du warum? Ich nicht. Keine Ahnung. Aber es scheint so zu sein, dass viele Leute berichten, jedenfalls, dass es funktioniert. Bei mir funktioniert es auch. Also probier mal so ein Mentholbonbon, optional zuckerfrei, genauso wie Zähneputzen kann auch funktionieren, um Heißhunger zu besiegen. Dritte Waffe, dunkle Schokolade. Viele von uns haben nicht nur sowas wie Heißhunger, sondern ein bestimmtes Verlangen auf Schokolade. Und kein Gummibärchen, kein Chip der Welt kann das stillen. Und das Beste, was du dagegen machen kannst, ist dem ein wenig nachgeben und aber dann dunkle Schokolade zu essen, weil dieses Bedürfnis nach Kakao wird dann viel, viel eher gestärkt. Jetzt wirst du vielleicht sagen, ja, aber es schmeckt nicht so gut, bla, bla, bla. Ja, man muss sich ein bisschen daran gewöhnen, weil unsere ganzen Nerven sind an viel zu süße, viel zu unnatürliche Sachen gewöhnt. Deswegen probier doch einfach mal so eine 80% oder 90%ige Kakao-Schokolade und du wirst merken, da kannst du gar nicht so viel von essen. Dieser Drang nach Kakao wird schon viel, viel früher befriedigt. Apropos Befriedigung, haben wir jetzt gar nicht zugesagt, das ist eigentlich auch ein guter Tipp. Tipp Nummer 13. Wenn du Fett verbrennen oder abnehmen willst, versuche vor jeder großen Mahlzeit ca. 20 Minuten eine Portion Obst, Gemüse oder Salat zu essen und ein großes Glas Wasser zu trinken. Warum? Finde ich gut, den Tipp, hat er meiner Meinung nach auch recht. Wenn man das nämlich macht und im Vorhinein schon gesättigt ist durch irgendeine Vorspeisensuppe, einen Vorspeisensalat oder einfach ein großes Getränk, wenn da schon was im Magen drin ist, dann isst man tendenziell weniger von den kalorienreichen Sachen. Da muss man dann aber auch wieder darauf achten, dass man nicht isst, bis der Teller leer ist, sondern dass man isst, bis man keinen Hunger mehr hat. Unser Sättigungsprozess funktioniert häufig gut, ja, aber der braucht ein bisschen. Wenn wir jetzt was essen, dann werden wir ja nicht sofort satt, sondern wir brauchen ca. 20 Minuten, bis zum Beispiel unsere Dehnungsrezeptoren im Magen-Darm reagieren und an unser Hirn senden, du bist satt. Und deswegen macht es doch Sinn, schon 20 Minuten vor einer großen Mahlzeit einfach was zu essen, damit die Dehnungsrezeptoren schon mal reagieren und sagen, oh, du bist doch schon ein bisschen satt. So ein bisschen das, was Omi damals immer früher gesagt hat, iss nichts vor der großen Mahlzeit, denn dann verdirbst du dir den Magen. Und genau darum geht's ja. Wir wollen ja vielleicht ein bisschen weniger essen, wenn wir Fett verbrennen wollen oder abnehmen. Und da macht es natürlich Sinn, uns einfach früher satt zu machen. Und mein persönlicher Geheimtipp, es kommt immer auf die Basics an. Du hast vielleicht auf das Video geklickt, weil du dachtest, irgendwie Tipps, die man noch nicht kannte oder irgendwie immer was... Na, das war ja auch der Titel. ...Neues wissen willst. Und das kann ich auch sehr, sehr gut verstehen. Allerdings, es gibt Mechanismen, die immer gelten. Disziplin wird immer wichtig sein. Obst und Gemüse werden immer gesund sein. Man muss sich immer ein bisschen auf Protein, Ballaststoffe, Mikronährstoffe und so weiter fokussieren. Man muss sich viel bewegen und Sport machen. Und da stimme ich nicht zu. Man muss nicht unbedingt viel bewegen und Sport zu machen, um abzunehmen. Mal ein Beispiel, wenn man eine Stunde läuft, hat man 300 Kalorien verbrannt. Wenn man einfach im Abendessen das Öl ein bisschen reduziert, kann man beim Braten oder so, kann man auch 300 Kalorien sparen. Also Sport ist meiner Meinung nach nicht notwendig und viel Bewegung hilft zwar, aber wenn man bereit ist, die Ernährung entsprechend umzustellen, ist noch nicht mal viel Bewegung notwendig. Das ist
viel, viel wichtiger als die ganzen kleinen Hacks und so weiter. Und das wird immer unterschätzt, weil wenn ich jetzt eine Werbung sehe, die ein Abnehmprogramm oder was auch immer bewirbt, dann wird immer so getan, als gäbe es jetzt den besonderen Stoffwechsel. Oder du reagierst ganz anders auf Kohlenhydrate als jeder andere Mensch oder so. Und das stimmt einfach nicht, sondern es sind immer wieder die Basics. So, gute Schlussworte von ihm, finde ich. Jetzt kommen meine. Im Prinzip ist alles, was man zum Abnehmen braucht, in diesem Video enthalten. Von der Idee her, nicht von der Umsetzung her. Viele Leute wissen schon, dass sie sich nicht mit Essen belohnen sollen oder dass sie nicht Stress essen sollen, aber wissen eben nicht, wie man davon wegkommt. Und ich finde genau bei diesem Prozess, die Umsetzung ist nämlich sehr, sehr individuell, weil der Alltag sehr unterschiedlich ist, die Genetik sehr unterschiedlich ist, die Hormonlage sehr unterschiedlich ist von den einzelnen Personen, dass es da einfach keine allgemeingültige Formel gibt. Und deswegen finde ich, dass genau da es Sinn machen kann, sich Hilfe zu holen von Leuten wie mir, die hauptberuflich Leuten beim Abnehmen helfen und die einfach zeigen können, probier doch mal das und das, das hat bei vielen in deiner Situation funktioniert, die auch so einen stressigen Alltag haben, die auch Probleme mit Heißhunger haben, das hat super funktioniert bei denen, probier das mal aus und wenn nicht, dann haben wir noch 3-4 andere Strategien, Kleinigkeiten, die wir auch probieren können. Und wenn sich das gut anhört, wenn du Interesse bekommen hast an meinem Abnehmcoaching, dann geh mal auf abnehmhacks.de. Da kannst du dich eintragen, wenn du möchtest und für mein Coaching bewerben. Die Bewerbungsgespräche, wir machen ein kleines Gespräch am Anfang, da lernen wir dich ein bisschen besser kennen, denn je besser wir dich kennenlernen, desto besser können wir dir auch helfen am Ende im Coaching. Und die Gespräche macht mein Kollege der Alex. Wie gesagt, wenn du Interesse am Coaching hast, schau mal auf meinem Instagram auch vorbei, @abnehmhacks. Dort habe ich noch mehr Rezeptvideos, noch mehr Ernährungstipps und in meiner Story zeige ich meine persönliche Ernährung und wie ich abnehme. Und damit soll es für heute das gewesen sein. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr euch für Videos wünscht, worauf ich reagieren soll. Und bis dann.